Hallo, ihr Zombies und Zombien und hallo YouTube. Ich bin der Chris Renfield und begrüße euch zu der zweiten Episode von Let's Play The Evil Within Nummer 2. Das zweite Spiel ist mittlerweile erhältlich und wir sind jetzt in dieser Union City angelangt. Das war ein ganz schönes Wirrwarr vorhin gewesen, also in der letzten Episode. Und wir sind jetzt aktuell noch im Kapitel 2, haben auch unsere Waffe jetzt endlich. Die erste Handfeuerwaffe. Und ich habe schon vorhin kurz gesehen gehabt, im Offscreen. Ihr seht das. Die Karte ist riesig. Hier haben wir nochmal einen Zielpunkt, einen Unterschlupf. Vielleicht schaffen wir es ja erstmal dorthin zu gelangen. Was mich sehr überrascht hat, dass es hier Pflanzen gibt, Heilkräuter, die wir eventuell sogar kombinieren können. Das Ganze hat doch so ein bisschen Silent Hill Flair, wie ich finde. Sehr, sehr cool gemacht. Armer Mistkerl, hier so verwesen zu müssen. Der hat doch da irgendwas. Okay, da kommen wir nicht ran. Na, ja, okay, keine Chance. Keine Sorge, Sebastian. Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Ja, wer es Ja. glaubt. Zu ruhig. Musst essen. Haut und Knochen. Essen. Hallo? Du musst essen. Hey! Sie muss mich gehört haben. Ich schaue lieber mal nach. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Haut und Knochen, essen. Du musst essen. Haut und Knochen, aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Ich sagte, iss! Na also. Weine nicht. Es ist nur zu deinem Besten. Gott. Wir haben ein ernsthaftes Problem. Eieiei. Okay, vom Gefühl her geht das Zielen definitiv besser als beim ersten Teil. Als im ersten Teil. Junge, Junge, Junge. Schade, geht nicht kaputt. Okay.
Hallo Kumpel, geht's dir noch gut? Es hat wohl nicht so geschmeckt. Ey, der wird doch wieder aufstehen, oder? Sobald wir oben sind, dann wieder runterkommen. Jede Wette. Sehr schön. Kidman. Das ging schnell. Hast du was Neues erfahren? Ja, habe ich. Dass es hier wirklich wie in Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in Kreaturen. Verdammt. Was zur Hölle ist passiert? Keine Ahnung. Aber Lilly schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Sebastian. Hör auf, Kidman. Überlass mir das. Ich finde sie. Wenn das mal gut geht. Nein, die Sensibilität ist hier auch eigentlich recht gut, ohne dass ich was machen muss, so großartig. Sehr schön. Was haben wir hier? Schießpulver, eine explosive Mischung aus Kaliumnitrat, Schwefel und Holzkohle, die in Munition verwendet wird. 12 Jahrhunderte alt. Aber heutzutage immer noch genauso effektiv wie damals. Mit dieser Komponente können Munition und andere nützliche Gegenstände hergestellt werden. Cool. Mal gucken, ob das jetzt hier irgendwie machbar ist. Inventar. Okay. Muss ich mir hier nochmal genauer anschauen, inwiefern ich die Sachen kombinieren kann. Oh, wir haben nur 3 Schuss. Eieiei. Dann definitiv Steve-Technik. Andersweitig werden wir hier nicht vorankommen. Mit 3 Kugeln. Vielleicht brauchen wir noch andere Komponente. Mal gucken. Ah, Kraut. Sehr schön. Nehme ich gerne. Okay. Und die Karte checken. Da sind wir. Wenn wir jetzt die nächste Straße rechts abbiegen, kommen wir zu unserem Unterschlupf. Das heißt, wenn wir es bis dahin schaffen, ne? Cool, wieder ein bisschen mehr Munition. Die können nicht zerstört werden oder muss ich sie abknallen, die Dinger? Ah, cool, dass es ja noch automatisch nachlädt. Okay. Die Straße scheint jetzt auch so als blockiert zu sein, ne? Also vorankommen wir hier definitiv nicht. Oh, cool, okay. Ist ja mal geil. Nichts zu finden. Okay, gut, gehen wir weiter.
We get you here, okay. Komm ich da rauf? Nein. Finde ich genial, finde ich echt genial, dass das so eine Art Open World ist, das ermöglicht so vieles. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt auch in der Survival-Horror-Gaming-Szene machen wird. Ob jetzt viele Spiele dann darauf hinauslaufen werden, dass sie auch überwiegend Open World ansetzen. Gerade Resident Evil, da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das in Zukunft weitergeht. Okay, wenn wir die Straße jetzt weiter geradezu laufen. Was denn jetzt? Ja, von wegen geradezu laufen. 1, 2, 3, 4 von denen. Großartig. Und sie im Unterholz auch verstecken können? Mobius-Agenten. Also leben doch noch welche. Verdammt. Diese Dinger sind überall. Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. Alles klar, es ist ja wie beim ersten Mal im Prinzip. Hier ist ja was los. Da ist das Pueblo von Resident Evil 4 nichts dagegen, ehrlich. Denke, es wird auch ein Fehler sein, wenn ich jetzt hier Geräusche verursache, ne? Also jetzt hier zum Beispiel wie in den Wagen rein oder so. Das bringt nichts. Eieiei. Versuchen uns erstmal ein bisschen außerhalb zu bewegen. Eieiei, Wahnsinn. Was ich auch genial finde, dass man hier grafisch dann nochmal sichtbar wird, wenn man jetzt hier im Unterholz ist. Sehr cool, oder hier im Büschen. Okay, genial. Mal gucken, machen wir mal die Flasche erstmal nach unten. Ne, die Pistole dahin. Die Flasche nach unten. Ja, keine Ahnung, wie viele Gegner jetzt hier genau sind. Machen wir erstmal das Licht aus, ne? Bevor wir hier noch entdeckt werden. Aber ihn hier können wir bekommen. Probier's einfach mal. Habt ihr es gesehen? Sehr geil, wie Sebastian automatisch das Messer genommen hat. Jetzt zu dir, Freund. Wahnsinn. Sehr geil, sehr geil. Noch eine Flasche. Ob wir hier auch wieder Streichhölzer finden? Das wäre zu genial. Ah, ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Macht doch nur Lärm.
Äste eigentlich halten. Ja, eigentlich. Das ist immer so eine Sache, ne? So, hier haben wir nichts. Ah, natürlich, hier, cool. Ich denke, jetzt wird Zeit, mal eine Spritze zu benutzen, dann. Hören es? Genau, so. Perfekt. Ich hoffe, dass es jetzt hier ein Kellergang ist, der uns dann irgendwie in den Hinterhof führt und dann nochmal rauskommen. Bleiben Sie, wo Sie sind! Okay, alles ist gut. Nicht schießen. Ich tue Ihnen nichts. Sehen Sie? Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Und Sie sind keines dieser Dinge, aber das heißt nicht, dass Sie auf meiner Seite sind. Richtig. Ich arbeite nicht für Mobius. Aber ich wurde von Ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Ja, habe ich. Zum Glück hat sich Ihr Partner bereitwillig geopfert, damit Sie entkommen konnten. Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ich sag doch, wir sind auf derselben Seite. Also nochmal von vorn. Ich bin Sebastian Castellanos. Ich bin O'Neill. Liam O'Neill. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von Ihnen geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lily gefunden ist. Wer ist Lily? Hören Sie. Wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar? Ich habe vielleicht eine Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Klingt wie ein kleines Mädchen, oder? Still! War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen es erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Versuchen Sie es, sobald Sie draußen sind. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. So kann ich mich melden, wenn ich was finde. Ja, okay. Kann wohl nicht schaden. Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde?
Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich zwei Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Das ist ziemlich geil. Hat schon ein bisschen was von Roleplay, oder? Sehr, sehr schön. Ihr Team bestand aus 5 Mitgliedern? Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja. Und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern. Sehr geil, sehr geil. Und als letztes nehmen wir die Mission. Wir stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt, hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein, rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? So, findet ihr nicht, dass der Typ, also dass die Weste von ihm zumindest Ähnlichkeiten hat mit der Umbrella-Einheit? Ich muss mal wieder auf Resident Evil zurückkommen. Sorry, Leute. So. Zumindest gibt es hier ein bisschen Munition. Werkbänke. An Werkbänken kannst du Munition und Gegenstände aus verschiedenen Komponenten herstellen und Waffen mit Waffenteilen verbessern. Oh, sehr schön, sehr schön. So, das heißt dann wieder was von Last of Us. Sehr schön. Okay, hier können wir nichts machen, aber es ist schon mal genial. Waffenteile. Herstellung. Sehr cool. Improvisieren. Wähle das Improvisieren-Symbol im Arsenalmenü aus, um Gegenstände ohne Werkbank herzustellen. Cool. Improvisieren verbraucht mehr Ressourcen als das Herstellen an einer Werkbank und du kannst damit Waffen nicht verbessern. Okay. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Waffenteile. Noch mehr Waffenteile. So, wollen wir mal nochmal hier ran. Die Frage ist, was können wir jetzt am besten verbessern? Feuerkraft, Nachladezeit, Magazingröße. Ist eigentlich schon ein Vorteil, oder? Super. Okay, gut. Können wir nichts machen. Dann heben wir erstmal den Rest erstmal auf.
So, dann würde ich sagen, das war die zweite Episode im zweiten Kapitel von Evil Within 2. Ihr seht, es gibt allerhand zu tun. Wir haben hier sogar teilweise Markierungen in der Karte oder auf der Karte von unserem Kollegen bekommen gehabt. Und das Ganze ist doch recht sehr genial gemacht. Also mir gefällt es sehr und ich bin sehr gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht. Ich speichere jetzt und bedanke mich erstmal bei euch soweit fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.